Gelungener WM-Auftakt in Lohne. 6000 Fußballfans sahen vom Rixheimer Platz aus zu, wie die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Gruppenspiel gegen Portugal mit Bravour meisterte. Der Platz zwischen St. Gertrudkirche und dem Lohner Rathaus verwandelte sich in eine Fußball-Partymeile auf 600 Quadratmetern. Die meisten Fans erwarteten wie der Bürgermeister ein spannendes Spiel gegen Portugal. Ja, ist natürlich gleich ein schweres Spiel am Anfang mit Cristiano Ronaldo auf der anderen Seite. Ich tippe auf ein 3:1. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gewinnen wird, dass es aber ein schweres Spiel wird und dass Portugal wahrscheinlich durch Ronaldo leider auch ein Tor schießt. Da müssen wir eben 3 mehr machen. 3 mehr machen? Kein Problem. Das hat die deutsche Elf schon in der ersten Halbzeit erledigt. Diese Fanmeile begeistert nicht nur die Lohner. Die Lohner Fanmeile macht auf jeden Fall aus, dass wir hier einen gewissen Hexenkessel zwischen diesen ganzen Räumen haben, dass der ganze Hall da reingeht und wieder rauskommt und dass wir einfach die besten Fans der Nation haben hier bei uns. Wir waren vor 4 Jahren in Vechta das erste Mal, das zweite Mal in Lohne und seitdem war es hier die Stimmung einfach viel besser und macht viel mehr Freude. Die Lohner Fanmeile ist generationsübergreifend, das sieht man ganz gut. Die Kleinen dürfen nach vorne und alle nehmen Rücksicht aufeinander, überhaupt nicht so aggressiv oder so. Ist alles sehr zivilisiert und finde das super. Dass immer was los ist und dass auch vom Umkreis immer Leute hier hinkommen. Man trifft viele Leute, die man sonst nie sieht und es macht immer Spaß, hier wieder hinzukommen. Die zweite Halbzeit verlief wenig spektakulär. Doch kurz vor Schluss gab es noch einmal Grund zum Jubeln. Der 4:0-Sieg macht Lust auf mehr. Nächster Gruppengegner für unsere Jungs ist Ghana.